Herzlich willkommen zu Nur die Liebe zählt oder so ähnlich. Ihr wisst, was ich meine. Mein Team und ich haben wieder was sehr, sehr Interessantes herausgefunden. Wir haben wieder versucht, Stoffe zu finden, die wir mit Arzneistoffen vergleichen können. Ja, und dann zeigen, wir werden sehr gespannt sein. Ja. Deswegen würde mich sehr, sehr freuen, auch wenn ihr diesen Kanal unterstützt. Ja, mit einem Daumen nach oben würde mich sehr, sehr freuen. Ja. Abo natürlich und die Glocke dabei drücken, damit ihr informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Schaut sehr gerne auch auf videosomal.de vorbei, damit ihr diesen Kanal gerne unterstützen könnt und ich natürlich auch meine Mitarbeiter bezahlen kann, die das hier auch mit mir zusammen herausgefunden haben. Wirklich Hammer, bleibt mal dran. Also, Mesharingi in Indien heißt die Pflanze so, ja, Gurma bei uns, ja, der lateinische Name Gymnema silvestre. Und was diese Pflanze so kann, dort wird sie verschrieben dementsprechend bei Magenbeschwerden, Diabetes, Asthma, Husten, Verstopfungen, antiseptisch, antibakteriell, Asthma und solche Sachen. Ganz, ganz spannend, da hat die Wissenschaft sich auch so gedacht, was machen die Inder da außer Rosen verkaufen? Das prüfen wir mal ganz genau. Und das haben sie gemacht und verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe, ja, Alkaloide, Phenolone, Flavonoide, Saponine, Tannine, Triterpeptide. Und nach den Triterpeptiden, alles klar, das war's wieder komplett, ich bin raus. Triterpenen, kommen noch die Herzglykoside, ja, und jetzt, ich mache mal ganz kurz einen Exkurs, ja, darüber, das kommt noch als einzelnes Video, ja, das muss ich wirklich einmal richtig aufdecken, was da verboten wird, ja. Und zwar ganz, ganz wichtig, wer vielleicht diesen Vortrag schon gesehen hat von Robert Franz, Stroffantin hat er erwähnt, war Herz, Schwäche, ja, das ist nichts weiteres als ein Herzglykosid, ja, und die sind aber leider verboten. So. Aber es gibt noch diesen roten Fingerhut. Wir kennen den alle. Ja? Und zwar ist dieser vergiftig. Also jeder kennt es. Man darf ihn nicht essen, nicht anfassen, nicht hingucken. Direkt tot. Ja? Also da müssen normalerweise immer sofort die Signal hier Alarmleuchten hochgehen bei euch und sagen, warum ist das dann so? Zum Beispiel Fingerhut. Ja? Eins. Oder Fliegenpilz. Zwei. Es ist noch nie ein Mensch von Fliegenpilz gestorben. Wie viele Menschen sind an Arzneimittel verstorben oder so? Sind die verboten oder nicht? Gib den Daumen mal gerne sehr wieder Daumen nach oben, damit wir weiß, wie viele Menschen mit mir ungefähr gleich schwingen und das auch so empfinden. Ziemlich komisch. Und ich möchte jetzt niemanden auffordern, geht in den Wald, esst diese Pflanze. Aber ich möchte sagen, wenn man alles ist, ist immer die Dosis macht immer das Gift. Man kann nicht sagen, eins ist halt giftig. Man muss immer zu der Dosis gehen. Ich möchte mal zeigen, wie Herzglykoside überhaupt wirken, ja, bei uns und was sie bewirken. Und das ist studienbasiert. Ja, ich mache dann auch ein eigenes Video, aber kurzer Exkurs. Also, es ist so, dass sie genau genommen blocken sie ein bestimmtes Enzym, ATPase, dadurch steigt die Calciumkonzentration in der Zelle. Was aber das bewirkt ist, es senkt die Schlagfrequenz erstmal. Ja? Da sagen wir viele so, oh Hilfe, ja? Ist dein Herz schlicht weniger häufig. Ja? Dass natürlich eine langsame Erregungsleitung dadurch passiert. Ja? Also, das hat man dann negativ dromotrop in der Medizin. Und was das dann zur Folge hat, dein Herz muss dagegen arbeiten jetzt, ja? Was da passiert ist. Und das tut es auch. Ja? Und zwar in zwei Sachen ist die Reizschwelle für einen Reiz wird nach unten gesetzt. Ja? Das ist immer negativ basmotrop in der Medizin. Und des Weiteren muss das Herz noch weiter dagegen arbeiten. Ja? Und das nennt man dann positiv inotrop. Das ist das, was diese Herzglykoside machen. Die Kontraktionskraft muss stärker werden. Das wird stimuliert so gesehen. Ein Herz muss stärker schlagen, wenn es weniger häufig schlägt. Versteht ihr, was ich meine? Und das wieder auszugleichen. Und deshalb stärken diese auch wirklich den Herzmuskel. Okay, das ist ziemlich eskaliert. Ich weiß nicht, ob ich es drin lasse oder nicht, aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Kann mir richtig mal angeben, wenn ihr nächstes Mal spazieren geht und mit einer Freundin oder mit einem Opa oder was weiß ich. Dann muss sagen, Opa, ich muss dir was erzählen. Diese Pflanze. Machen wir weiter. Also, jetzt fand ich sehr, sehr interessant, es wurde ein Versuch gemacht und zwar Säugetieren wurde Milch gegeben und danach kam eine Leukozytose, das heißt weiße Blutkörperchen, eine Immunantwort ist gestiegen, ja, und die Eosinophilen ebenfalls, ja, ist ebenfalls eine Form von weißen Blutkörperchen nach der Gabe von Milch, weil der Körper sich gedacht hat, Digga, ich bin aus dem Alter raus, okay? Und das ganz Spannende dabei ist, dass wenn wir sehen, dass wenn diese Säugetiere dann die Milch bekommen haben, Leukozyten gestiegen sind, aber wenn sie ebenfalls in einer Gruppe noch Goma bekommen haben, um die Hälfte wieder reduziert worden ist, die weißen Blutkörperchen. Ebenfalls Eosinophilen, ja, das sind ja, bestimmte Granulozyten, ja, durch Interleukin 5 werden die so gesehen, den Startschuss gegeben, dass sie synthetisiert werden sollen. Und die fördern dann so gesehen die allergische Reaktion, ja, durch Histamin, kennen wir alle Histamin aus der Brennnessel zum Beispiel auch, enthält auch Histamin, das brennt so und das ist genau das gleiche ist bei der allergischen Reaktion ja auch. Und die wurden mehr als die Hälfte noch heruntergesetzt, ja. Sag mir bitte, welches Medikament kann das ohne Nebenwirkungen?
Dann wurde noch ein weiteres sehr, sehr spannendes Versuch gemacht. Spannender Versuch gemacht. Und zwar geht es dabei um Aspirin. So, sehr geil. Also Aspirin, wissen wir alle, hemmt die Prostaglandin-Synthese, also Prostaglandin-Synthese, und es führt zu Magenbeschwerden, Magengeschwüre, Magenschädigungen einfach dadurch. Ne? Die Magensäure zersetzt deinen Darm, wenn da keine Schleimhaut mehr dran ist. Und dann wurde dementsprechend Omeprazol gegeben. Omeprazol ist ein weiterer Arzneistoff, ja, der vielleicht wieder Nebenwirkungen hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde das verglichen. Beide dementsprechend dann Aspirin bekommen, ja. Die einen Omeprazol, die anderen aber Gomar-Extrakt. Und dann scheinbar 200 Milligramm schon, ja, Kilogramm Körpergewicht. Gomar-Extrakt, 100% Inhibition der Magenschädigung. Keine mehr vorhanden, null, gar nichts, wirklich 100% Inhibition. Bei Omeprazol nur 72%. Sehen wir hier auch nochmal farblich und so weiter eingefärbt und so in den Bildern. Ihr wisst, was ich meine, ja? Bitte teilt dieses Video, damit das Menschen wirklich sehen. Es geht noch weiter, und zwar sehr, sehr wichtig, Darmbeschwerden. Ja, Magenbeschwerden haben viele und das ist sehr schade. Und das ist meistens ein Grund von Überbesiedlung von den schlechten Bakterien. Ja, zum Beispiel Helicobacter pylori ist ein ganz bestimmter, und eben von der Überbesiedlung von schlechten Bakterien kommen so ziemlich fast alle Autoimmunkrankheiten. So habe ich es persönlich bisher in Studien gelesen. Und Diabetes Typ 1, Multiple Sklerose und so weiter. Wir kennen alles. Es öffnet, also Zonulin wird aktiviert, es öffnet die Tight Junctions, Fragmente kommen in die Blutbahn, die dort normalerweise nicht hingehören. Dein Körper reagiert darauf mit Immunantworten und so weiter. Ja? Das heißt, wichtig, eine gute Darmzusammensetzung zu haben. Ja? Und es wurde danach getestet, Gomar-Extrakt, und dieses inhibiert, ja, bereits 30 Milligramm, 1,5 bis 1,1 Zentimeter Zone um diese Bakterien. Das heißt, ein enormer Kranz hat sich gebildet, ja. Wirklich enorm. Und da haben sich gesagt, ja, das ist alles schön und gut, aber lass uns das mal ein bisschen genauer testen. Und zwar, wie kann man es besser testen als mit einem Gentamicin? Das ist ein Breitbandantibiotikum, ja. Und gegen dieses Gomar-Extrakt, da wurden verschiedene Erreger getestet, Salmonellen verschiedene, E. coli verschiedene, ja. Helicobacter natürlich hier auch, ne, wieder. Das sind Stäbchenbakterien, ebenfalls getestet, und Candida wurde getestet, ja, und dann wurden aus diesem Gomar-Extrakt noch verschiedene Fraktionen gemacht, ja, und auch nochmal Unterschiede zu machen. Und man sieht hier eingeblendet, ja, im Hintergrund, wunderbar eingeblendet, Simon, Dankeschön dafür. Jede Fraktion von diesem Gomar-Extrakt wirkte stärker als das Antibiotikum im Overall gegen diese Erreger. Jetzt sagt mir bitte, wenn es ein Mittel geben würde in der Pharmaindustrie, dass das alles kann, was wäre dann los? Ich weiß es nicht. Es ist sowas von überlegen, es ist einfach der Wahnsinn. Unserer Meinung nach wird diese Pflanze ihrer Betitelung als Adaptogen mehr als gerecht, da sie, wie hier bewiesen, den Hauptfaktor für Stressreaktionen, also für Ungleichgewichte im Körper, nämlich Entzündungen, Allergien, Übersiedlungen mit Mikroorganismen und zu hohen Blutzuckerspiegeln, entgegenwirken kann und dadurch die natürliche Balance wiederherstellt. Ich denke, mehr muss man dazu nicht sagen, ja. Aufgedeckt ist aufgedeckt. Dankeschön fürs Zusehen, wirklich Hammer, dass du dir solche Informationen reinziehst. Mega, freue mich echt super. Würde mich sehr freuen, wenn du auf vitasomal.de gerne vorbeischaust. Unser Team unterstützt natürlich, ja, für unsere Arbeit, die wir euch immer kostenlos zur Verfügung stellen, natürlich auch für neues Wissen, was du einfach so von uns bekommst. Deshalb wenigstens gerne auch einen Daumen nach oben, ja, da lassen. Gerne ein Abo, die Glocke abonnieren und drücken, damit du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auf vitasomal.de. Check deinen Vitamin-D-Haushalt. Bis zum nächsten Mal.